Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zum New Star Manager mit dem FC Haubi. Ja, es läuft bei uns. Wir sind in Führung nach 18 Spieltagen in der Tabelle. 15 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage. Eine Tordifferenz von plus 33. Das lässt sich doch anschauen. Und ein Spiel ist noch, bevor die Winterpause kommt. Und das ist gegen Hansa, meine ich. Genau, das ist gegen Hansa. Das müsste man doch hier sehen. Genau, Hansa Rostock. Und wir haben ein Angebot für Kossmann. Ja, immer noch. Ne? Genau, richtig. Das war, meine ich, schon in der letzten Folge da, dieses Angebot. Wir haben auch schon aufgestellt. Ich habe, glaube ich, noch Energiekarten, oder? Ja, minimal Energiekarten habe ich noch. Nicht allzu viel. Naja, okay. Vielleicht können wir noch ein bisschen unsere Spieler verbessern. Wäre noch so eine Überlegung. Der Kollege hier zum Beispiel könnte noch ein Tackling vertragen. Oh, der hat so wenig Energie für ein schönes Tackling-Training, sehe ich gerade. Aber jetzt, genau. So, pass auf. Der hat Tackling 9. Jetzt hat er Tackling 10. Genau. Also das, warum mal 2 und mal 3 und mal 1 hier? Das ist der Energieverbrauch. Ob das dann mehr bringt, ich weiß es nicht. Also das hat jetzt auch bloß einen gebracht. Einen weiteren Fortschritt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber gut, man muss ja nicht alles verstehen, ne? Genau. Ja, wir gehen ins Spiel gegen Hansa Rostock. Wir sind sehr gespannt. Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von keinem anderen als Enamelator, dem Fansponsor Nummer 1. Und hier das Stadion von Rostock. Ja, sehr übersichtlich gefüllt. Rostock spielt ein 4-2-3-1 und wir spielen unser klassisches 4-4-2. Mir wurde auch schon mal angetragen. Ändert doch mal die Aufstellung, also die Formation könnte man mal machen. Hansa hat eine Chance, aber Noel geht hier dazwischen. Ecke für Hansa. Seetz hat mal wieder hervorragend gehalten und der FC Haubi kommt zum ersten Mal offenbar über die Linie, genau, über die Mittellinie und dribbelt jetzt in den Strafraum hinein und so, kann mal aufs kurze Eck zimmern, weil der Torhüter hier einfach nicht zumacht und drin das Ding. Da müssten normalerweise die Torhüter rauskommen und die kurze Ecke zumachen, aber ach, es zählt als Eigentor vom Torwart, das ist ja lustig. Robi hat einen Freistoß, jawohl, auf die Außen. So, kannst du gleich mal hier außen durchgehen. Und vielleicht schön reinflanken. Zack, schwupp. Oh, Ecke. Okay, immerhin Eckball. Eckball nehmen wir mit. Machen wir eine lange Ecke. Zack, und der Torwart hat den Ball. Na schön. Ja, Rostock ist keine Schillermannschaft, sag ich mal. Ne? 1-0 von FC Haubi. Wir könnten überlegen, vielleicht mal kurz die Aufstellung anzupassen. Dass wir mit... Ja, ich weiß nicht. Auch 4-2-3-1? Das ist halt nur mit einem Stürmer, ne? Wenn ich 4-2-3-1 spiele. Sehr starkes Mittelfeld. Man könnte es mal probieren, gell? Das ist ein sehr starkes Mittelfeld. Brauchen wir eine Energiekarte vielleicht noch? Für den Grohl, weil der ist ansonsten platt. Naja, das ist jetzt natürlich eine etwas defensivere Ausrichtung. Aber das wird schon. Komm, wir probieren es mal. Wir haben die Aufstellung geändert. Vielleicht bringt es ja was. Jawohl, das sieht gut aus. Wir haben jetzt natürlich eine dicke Überlegenheit. Das ist noch nicht abseits. Genau. Dicke Überlegenheit. So, da geht's aufs lange Eck, würde ich sagen. Genau, wir zimmern aufs lange Eck. Zack. Und drin das Ding. 2-0. Schön ausgekontert. Ne, wenn man das Mittelfeld zumacht, ist das natürlich Agmat Devisen. Jetzt in dem Bereich zumindest. Nein, wir machen weiter. Kossmann bringt den Ball nach vorne. Auf den Grohl. So, du spielst darüber. Schön gemacht. Und du, oh, wirst jetzt weggegrätscht. Na gut, da hat der Verteidiger natürlich auch keinen schlechten Job gemacht. Hansa wieder im Ballbesitz. Okay, ich glaube, jetzt können wir mal auswechseln.
Den Move bringen wir jetzt genau für unseren Stürmer, für den Ries. Jetzt laufen wir natürlich Gefahr, dass sich die Burschen hier nochmal verletzen. Wir gehen mal zurück ein bisschen mit der Leistung. 2-0, jawohl. 2-0. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Rostock, ehrlich gesagt. Ne, ich bin ein bisschen enttäuscht. Kosman war grandios heute. Spiel gegen Hansa gewonnen, also zwei Vorstandsziele gleich mal erreicht. Perfekt eigentlich, ne? Fade Partie, was? Die Frau Weber, die hat doch wieder keine Ahnung. Also, Hinrunde vorbei, 51 Punkte auf dem Konto. Das ist schon mal amtlich. Wie sieht es denn sonst aus? Rostock bleibt auf Platz 4. Hat aber ein bisschen Anschluss verloren an Osnabrück. 4 Punkte Differenz und Jan Regensburg ist auf Platz 2 stark. Wehen nur auf Platz 7, die habe ich eigentlich stärker gesehen. Und ganz hinten Werder 2 und Lotte. Ja, die scheinen wirklich Schwierigkeiten zu haben. Ne? Die kriegen keinen Fuß auf den Platz in der Liga. Waren letztes Jahr auch schon schlecht. Na gut, Fitnesskarte bitte für uns. Dankeschön, Geschwindigkeit, jawohl. Okay. 4 Spiele bis Transferfenster schließt. Das nächste Angebot ist da. 38.000 für Sachs. Pff, ihr seid ja nicht mehr ganz sauber, Burschen, oder? Schau mal, wie lange ich den noch habe. Warum sollte ich den gehen lassen? Das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen. Ich darf die Burschen nicht gehen lassen. Okay, Social Media. Jawohl, der ganze Blödsinn kommt weg. Schauen wir uns nochmal die Aufstellung an. Der Kosman. Transferangebot. Möchte seine Fähigkeiten verbessern. Ja, ich weiß. Möchte ich auch gerne. Dribbling und Geschwindigkeit. Dribbling könnt ihr noch. Ja, komm, schau Dribbling hier. Zack. Verbessert. Dribbling auf 8. Ist wieder zufrieden. Alles ist gut. Hat noch 33 Spiele. 13.000 weg. Lächerlich. Was sind das für komische Angebote? Grohl, was will der? Möchte auch seine Fertigkeiten verbessern? Ja, du könntest beim Dribbling dich noch verbessern, ne? Bei der Geschwindigkeit geht auch noch. Okay. Zack. Bist auch dabei. Und dein Angebot wird ebenfalls abgelehnt. Ne, wir brauchen dich. Bist ein guter Mann. Genau. Bist ein guter Mann. Auch du kriegst noch einen Energiedrink. Zack. Okay. Kosman, dem könnte man auch eingeben, aber naja. Jetzt haben wir, Moment, wir haben keine Verbesserungskarten mehr, gell? Nö. Alles gut, schauen wir noch kurz vielleicht auf die Vertragslaufzeiten. 23 Spiele für den Nöll. Aber den werden wir vermutlich auch nicht verlängern. Der Emerson, der hat noch 29, ist der rechte Verteidiger. Kann eigentlich sich hier nicht mehr groß verbessern. Der kann sich noch bei Stärke und Dribbling verbessern. Aber dann war es das auch schon. 29 Emerson. 51 Imhoff. McNeven, der hat auch nicht mehr viel. Ja, wobei doch 10 Punkte Potenzial. Ich nehme alles zurück. Zentrales Mittelfeld. Der will sich natürlich auch verbessern. Ja, ist klar. Du pass auf, ich mache mit dir mal ein Treffen. Wir bringen hier dieses Dilemma weg. Und dann ist er wieder zufrieden. Dann ist er wieder gut drauf. Der Winter, was ist bei dir? Du möchtest natürlich auch dich verbessern, das kann ich auch absolut verstehen. Aber dafür brauche ich Karten, mein Guter. Ne? Da brauche ich Karten für. Dribbling wäre bei dir natürlich noch sehr interessant. Der Ries, 60 Spiele, der ist sowieso gut. An einem Tag wird er 18. Große Party, ne? Genau. Warum der hier mit dem Management ein Problem hat, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht ganz, nö, okay. Na gut, ersetzen 26, nee, 29, hier muss ich schauen. Die sind noch lange, das sind alles lange Verträge hier. Okay, den hier nicht mehr. Der hat nicht mehr langen Vertrag. Der Spieler ist bei seinen Mitspielern unbeliebt, ja. Machen wir mal Spieleraktion, komm. Den will bestimmt irgendjemand, 8000. Weg damit, ne. Da ist auch hier Limit erreicht. 6000 weg. Karl Zeissena freut sich, hat einen neuen Spieler, alles klar. Ne. Alles gut. Jo, mach's gut, Menken. Ne? Viel Spaß bei Karl Zeissena.
Die brauchen auch gute Leute. Ein Tipp: Hohe Eintrittspreise wirken sich auf die Beziehung zu den Fans aus. Ja, das Problem haben wir nicht. Na schön. So, und den müssen wir auch irgendwie loswerden. Da ist auch nicht viel mit dem Kollege. Naja. Ja, und den Move müssen wir auch loswerden. Wir müssen irgendwie alle loswerden. Ach, jetzt ist er plötzlich was wert. Schau an. Okay. Na gut. Wir sollten aber vielleicht auch weiter in unseren Verein investieren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ins Stadion. Spielfeld momentan auch nicht. Nordtribüne. Naja, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Westtribüne, Ecktribüne, Trainingsgelände. Reduziert mit Bronze Fertigkeitsgraden die Abklingzeit. Das klingt, glaube ich, interessant, dass wir mehr Karten kriegen. Das brauchen wir. Ja, 3 Spiele, ey, Wahnsinn. Na gut. Herzog dreht wieder groß auf, Hashtag unfairer Spieler. Wir spielen gegen Köln, Rückrunde gegen Platz 17, Alter, mein Gott. Okay, da kann ich ja wirklich hier ein bisschen schonen. Ja, da spielt der Hornbostel, Kosman macht Pause. Und dann spielen mal die anderen Burschen hier wieder. Der Destin darf mal wieder spielen. So, du hast 75 Moral. Warum denn? Achso, der hat mit dem Management ein Problem. Was mit dir? Du hast 85. Okay. Hm. Naja. Braucht noch 10 Einsätze, ja. Okay, pass auf. Wir nehmen den Sezen. Und der Herzog bleibt zu Hause. Genau. So machen wir das. Gegen Köln. Präsentiert von Enamelator. Fortuna Köln natürlich, ne? Auf geht's. Haubi im Angriffsmodus. Jawohl. Zu Winter. Zu. Wer bist du? Wer warst du nochmal? Genau. Wer warst du nochmal? So, in die Mitte gespielt. Ach, Grohl war es. Natürlich, der Grohl. Mist, Torwart war clever und ist rausgekommen. Hat sich diesen Ball geschnappt. Köln den Ball mit. Ja, ja. Chance für den FC Haubi. Wir versuchen es nochmal. Pass auf Grohl. Der beackert auf der rechten Seite. So, dann würde ich sagen, einen schönen Pass in den Lauf. Zack. So, und der zimmert hier mal direkt drauf. Aus 20 Metern. Schwupp, keine Chance für den Torhüter. 19,8 Meter. 1:0. Winter. Die Tormaschine, ne? Der erfolgreichste Spieler. Die Tormaschine schlechthin hier in der dritten Liga. So, der darf gleich weiterzimmern. Der gute Winter. Boom. Oh, fast. Fast hat er dann rausgeholt. Aber zweite Chance im Nachfassen. Ins kurze Eck. Schwupp. Blub. Drin ist der Ding. Jawohl. Der Destin hat auch noch die Bude gemacht. 2:0. Das ist jetzt natürlich wieder ein kollektives Abschlachten von Köln. Die Armen. Das könnte einem fast ein bisschen leid tun. Aber Mitleid. Nein, nein. Kein Mitleid. Im Fußball gibt es kein Mitleid. Leute, das tut uns sehr leid. Das ist ein Widerspruch, gell, ich weiß. Oh, schlechte Flanke, da hat er den Ball nicht hochgekriegt. Aber da sieht man mal, wie schnell der Kollege ist, gell. Pass ins Mittelfeld, Pass auf die Außen. Oh, wieder schlampiger Pass hier, schlampiges Passspiel. Und jetzt kommt der klassische Arjen Robben, oder? Ich hätte gesagt, ja, zack. Oh, aber da kam der Torhüter hin. Aber jetzt der Hackentrick vom Kollege. Zack, und drin ist er. 3:0. Lächerlich. Der Winter wieder. Na komm, Einsatz runter. Gelbe Karte für Wallmann. Ja, ja, der Wallmann. Ein ganz ein Böser ist es, der Wallmann. So, Hornbostel ist wieder am Ende. Ist wieder völlig blank. Okay, was machen wir? Wir könnten umstellen, die Aufstellung, auf 2 Mittelfeldspieler. Das ist ja eine lustige Aufstellung, oder? Wir spielen ein 4-3-3. Wir könnten auch ein 4-3-3 spielen. Ja, da gewinnt der Hornbostel nichts, gell? Nee. Das ist ein zentrales Mittelfeld hier. Mittelfeldzentral, ja. Ja, okay, da gewinne ich nichts. Wenn ich so spiele, habe ich auch 3 Zentrale. Da habe ich 2 Zentrale, könnte aber wahrscheinlich auch zur Not mit dem Stürmer spielen, oder? Mit dem hier?
Ja, es würde auch gehen, okay. Dann spielt der Ries auf links. Und der Kosman spielt hier in der Mitte, jawohl, passt. Alle gewechselt und wir spielen mal mit vier Stürmern. Das wäre bestimmt auch interessant. Einfach mal so zum Ausprobieren. Haben wir mal vier Stürmer am Start. Da passiert herzlich wenig, aber in der 67. Minute ist der FC Haupt im Angriffsmodus. So, und spielt hier schön. Oh, böse gefoult, böses Foulspiel. Ja, Sabalot, hier wird ja nur gelegt. Schaut euch das an. Hier wird nur rumgeholzt. Wir sind ja noch nicht auf dem Holzplatz. So, und jetzt kommt ein schöner. Zack. Ja, wunderbar. Aus 24 Metern. Ganz trocken der Schuss, verstehst? Herrlich. Tolles Tor von Destin. Beide Stürmer eine 10. Eine dicke 10. Köln hat den Freistoß, ja lächerlich. Oh mein Gott, okay. Setzt eine Stinksau auf seine Abwehr. Ja. Es tut uns leid. Der junge Muff faltet jetzt seine Gegenspieler komplett zusammen. Naja. Was soll's? Der junge Muff. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Das ist das wichtigste Vorstandsziel erreicht. Ja, wenn die Rückrunde genauso läuft wie die Hinrunde, dann ist es mega. Also wir haben 13 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Da könnte was gehen, ja. Ich sage mal vorsichtig, Aufstieg definitiv Pflicht, aber das war fast klar. Ich nehme bitte eine Energiekarte, wenn es geht. Danke, da brauchen wir nämlich wieder welche Energiekarten. Also Vorstandsziele sind durch, da müssen wir uns wohl keine Gedanken mehr machen. Managerstufe. Genau, Bonus einsammeln. Interview. Was haben wir? Frage unter Druck. Wie lautet der Name Ihres Scout? Das ist der Braun. Genau. Sehr gut. Kabinen- und Fitnesskarte. Dilemma, oje. Beziehungsverbesserung zur Presse oder zum Vorstand? Ja, dann nehme ich natürlich den Vorstand. Nee, ich nehme die Presse. Das 1400, ich nehme die Presse, genau. 4 Punkte. Vorstand haben wir schon 100%. Angebot, was ist jetzt wieder? Für den Verdin. 8900 für den Verdin. Verdin ist der Verteidiger. Zentraler Verteidiger. Wir hätten den Sachs noch als zentralen Verteidiger. Naja. Saarbrücken. Ja, und mein, der ist nicht schlecht, aber der wird uns nicht lang helfen. Der ist auch schon 30. Also da könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken, dass man den vielleicht, ne? Ziehen lässt. Zentraler Verteidiger. Einigermaßen bezahlbar, bitte. Wenn es geht. Boah, es geht gar nicht. Okay, machen wir 21 bis 25. Da hätten wir zentral links rechts Magdeburg. Oh, aber der kostet gleich mal 20.000. 20.000. Ja, den wollen sie nicht gehen lassen. Also ich denke mal gerade, der ist ja gar nicht so viel wert. Puh, okay. Dann hätten wir. Haben wir noch einen links, rechts, schlag mich tot? Da hätten wir noch einen links, rechts, schlag mich tot, aber 18 ist zu schwach. 18 ist schwach, das geht nicht. Da hätten wir einen 28er, Fernandes. Alter 25. Tackling 8, Geschwindigkeit 6, Stärke 6. Da könnte man drüber nachdenken. Okay, den wollen sie nicht gehen lassen. 14.000 ist der Wert. Angeblich. Naja, aber weil halt 50% plus, das heißt 9.400. Wir fragen mal vorsichtig an. Na, oh, okay, nee, sorry, ist mir zu teuer. Geht nicht. Kann ich mir nicht leisten. Geht nicht. Was mit dem hier? Der Unterharing will den nicht gehen lassen. 7.925 Jahre alt, 9er Tackling. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, komm, wir fragen mal vorsichtig.
Wir fangen mal vorsichtig an. 11.000. 10.600, den holen wir uns. Den holen wir uns, okay. Dann schauen wir in unsere Aufstellung. Kunert, 38er Potenzial. 38er und der Verdin hat 33 und ist auch schon alt. Tackling 8, Geschwindigkeit 5, Stärke 7. Tackling 9, Geschwindigkeit 5, Stärke 5. Technik 3. Weiß ich jetzt nicht, ob der Verteidiger so viel Technik braucht. Dribbling braucht der Verteidiger sicher nicht. Ich glaube, das war nicht schlecht. Dann lassen wir den gehen. Saarbrücken, ja komm. Weg damit. Passt. Passt, ist in Ordnung. Jo, wer denn ist weg? Hornbostel, sei nicht traurig, alles ist gut. Alles wird gut. Okay. Den Herzog, da hätte ich auch übel Lust zu sagen, weißt was? Weg mit dir. Geht nicht, okay? Mist. Ne, dass der wegkommt, der Kollege. Wir hätten hier noch einen Torhüter, aber jetzt haben wir natürlich keinen. Ja, wobei es würde sogar noch gehen vom Geld her. 29? Hm. Kann natürlich auch alles sein, gell? Vertragsloser Spiel. Ja, naja, also den Stürmer, den wollen wir definitiv nicht. Nee. Okay, gut, komm, raus hier. Raus hier, raus hier. Wir haben aufgestellt. Wir haben alle wichtigen dabei. Der Noel ist draußen. Ob das so gut ist, dass der draußen ist? Ich würde sagen, der Hochberg bleibt. Der bleibt draußen, ja. Der kann nämlich nur rechts spielen, ja. Okay, so machen wir das. Weil dann kann zur Not, der Sachs kann zur Not auf rechts raus. Ausweichen und dann kann ich, also wenn der sich verletzt, und dann kann ich hier den Noel reinbringen. Genau. Okay, so machen wir's. Enabilator präsentiert uns das Spiel gegen Lotte, meine Damen und Herren. Lotte spielt... Oh. Okay. Spielt sehr defensiv. Aber gut, soll uns egal sein. Lotte ist jetzt, denke ich, kein großer Gegner, ne? Hatten wir im Pokal schon. Hatten wir in der Liga schon. Die hatten es nie wirklich leicht gegen uns. Ah, verdammt. Sprach er und verlor den Ball. Aber ist nicht so schlimm. Den holen wir uns einfach wieder, genau. Ja, jetzt sind wir da noch gelegt hier. Böses Foulspiel. Böses Foulspiel. Okay, du läufst bitte darüber. Zack. Stellst dich mal vernünftig hin und dann zimmerst du drauf. Genau, zack. Aus der Drehung, 1-0. 1-0 FC Hauby, schöne Ballannahme und dann einfach draufgezimmert. Aber naja, Lotte, bekannt für großes Kämpfeherz, aber wenig Vermögen. Und Seetzen hat schön gepasst. Ja, wunderbar, der Seetzen, guter Mann. So, du laufst bitte darüber. Genau, dann können wir nämlich hier schön anspielen. Meister Krohl, hast du toll gemacht. So, du läufst bitte hier rein. Können wir hier schön anspielen. Dann können wir hier schön anspielen. Oh nein, gepennt. Gepennt. Aber jetzt können wir schön anspielen. Jawohl, jetzt funktioniert. Geht auf außen. Wartet nur auf den richtigen Augenblick hier ins kurze Eck zu zimmern. Zack. Und dann ist der Ball drin. Abpraller vom Torhüter. Also wieder ein Eigentor vermutlich. Genau, es war der Torwart. Zählt natürlich als Eigentor. Na gut, aber die Haubitzen kämpfen sich weiter durch. Der FC Hauby macht Druck. Schau mal, wie schnell der ist. Schau mal, wie schnell der ist. Schau mal, wie schnell der ist. Der Grohl. Ne? Da schauen die anderen nur zu. Boah, Elfmeter. Da schauen die anderen nur zu. Klarer Fall für Elfmeter. Schwuppdiwupp und zack. Sauber vernarrt. Sauber genarrt den Torhüter. Ries schießt das 3-0. Lächerlich, absolut lächerlich. Ja, da können wir mal ganz geschmeidig hier ein bisschen rausnehmen.
Da können wir ganz geschmeidig ein bisschen Tempo rausnehmen. Ja, wir wechseln aus. Jetzt kommt unser Torhüter rein. Der Neue und der Muff kriegt seinen Einsatz. Ne? Kann sich der Ries ausruhen. Und ja, was machen wir noch? Der Kossmann. Ne? Der Kossmann müsste mal vor den Hornborstel kommen. Der ist nämlich schon wieder müde. Der Hornborstel. Also bitte nicht verletzen jetzt, gell, Leute. Keiner verletzen. Lotte sieht gefährlich aus, aber der Herder hervorragend. Freistoß von FC Haubi. Ja, wir spielen mal hinten rum, ne? Genau, ein bisschen hinten rum spielen. Hässlicher Ballbesitz, Fußball. will niemand mehr sehen. Ah, den haben wir schön genarrt. So, und der schlänzt hier einfach mal. Oh, an den Pfosten, so ein Pech aber auch. Nächstes Foulspiel, schaut euch die Jungs von Lotte an. Nee, da wird nur gefoult. Da wird nur gefoult. So, und zur Strafe gibt es 4:0. Nach einem Freistoß rennen wieder alle zur Eckfahne. Der Muff hat reingeköpft. Der gute Muff. Und das Ding ist durch. 4:0 Sieg gegen Lotte. Ja, und unser neuer Reservetorhüter. Und der Kuhn hat genau tolle Zeit beim FC Haubi, kann beginnen. Der Winter freut sich. Alle waren gut. FC Haubi von El Haubinho dominiert. Mhm. Genau, schon wieder gewonnen. Naja, also das Ding. Ne? Ah ja, das Angebot haben sie zurückgezogen. Sehr vernünftig, weil den hättet ihr eh nicht bekommen. Es gab wieder Klimpergeld. Und wir wollen bitte hier eine schöne Karte haben. Eine Dribbling-Karte. Dankeschön. Angebot, was ist jetzt wieder? Für Colette. Das ist gut, weil das ist unser... Das ist der Stürmer, den wir nicht brauchen. Genau, links, rechts. Komm, weg damit. 19.000. Ja, tschüss. Du kannst nicht. Verdammt, da stimmt. Stimmt, es geht nicht. 19.000. Ja, komm, von 19.000 muss ich doch irgendeinen Spieler kriegen. Für 19.000 muss ich doch einen Spieler kriegen. Das kann doch nicht sein. Ach. Was könnten wir noch brauchen? Ich meine, wenn der weg ist, ist ein Stürmer weg. Wir haben noch zwei Stürmer. Die reichen. Eigentlich bräuchte man noch einen Mittelfelder. Bräuchte man noch, gell? Ja, eigentlich brauchen wir noch einen Mittelfeldler. Also wir brauchen einmal ein Mittelfeld, bitte. Und zwar Bronze. Und zwar... 21, 25 vielleicht. Und wenn es geht, irgendwie bezahlbar. Lahmann, Mitte und rechts. Zentrum rechts kann er spielen. 24, 25 Zufriedenheit, das ist nicht viel. Technik, Dribbling, das ist auch nicht wirklich toll, was der Kollege hat. Wie sieht es hier aus? Möchte unbedingt bessere Ergebnisse erzielen. Das ist ein frommer Vorsatz. Du kannst nur zentral spielen. Technik, Dribbling, Geschwindigkeit. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Die wollen den nicht verkaufen, okay. Wir probieren es mal, komm. Wir probieren es mal. 12.000. 10.300. Ja, ist gut. Für 10.300 im Kader bis 36 Potenzial. Na gut, ne, kann sich hier noch verbessern. Für 10.000, ja, ist okay. Ne, dafür, dass wir den anderen Stürmer loswerden, den wir gar nicht brauchen, den hier, also bitte. Das war okay, da haben wir einen guten Tausch gemacht, glaube ich. Ja. Jo, mach's gut, ne, viel Spaß noch, wo auch immer. Wenn sie eine Karte bei einem Spiel mit geringer Qualität an, erhöht sich die Wirkung. Was, wenn eine Karte bei einem Spieler mit geringerer Qualität angewandt wird, erhöht sich ihre Wirkung. Ach so, heißt, wenn ich eine silberne Karte theoretisch hätte und ich würde sie bei einem Bronzespieler verwenden, so würde ich das jetzt verstehen. Aha. Okay, schauen wir mal kurz auf unsere Mitarbeiter. Wie sieht es da aus? Der hat leichte Bedenken. Das ist sehr bedenklich. Dann hätten wir... Den Kollege, den Fitnesstrainer habe ich. Ja, ich habe eine Fitnesskarte. Schau mal hier. Zack. Gut, dann hätten wir
Oh, den Nachwuchstrainer, da haben wir nichts, aber da können wir zumindest hier vielleicht ein kleines Treffen machen. Genau. Und möchte den Vertrag verlängern. Ja, dann mach doch mal hier. Vertrag erneuern. Okay, ja, komm, 4500 für 40 zusätzliche Spiele ist in Ordnung. 15 Spiele für unseren Scout. Der möchte auch den Vertrag verlängern, ja, von mir aus. Boah, im letzten hat er uns gedisst. Ach, komm hier doch auf. Na schön. Dann hätten wir hier noch den Physio. Der möchte auch den Vertrag verlängern. Ja gut, ist in Ordnung. Ja, okay. Leider verzockt. Ach, was soll's, komm. Physio, komm, schau mal hier. Kriegst eine Physio-Karte? Bist zufrieden, gell? Genau. Das ist wieder der Fertigkeitstrainer. Fitnesstrainer haben wir schon. Der hat schon eine Karte gekriegt. Der Nachwuchstrainer, da haben wir keine. Der Scout, da hätten wir eine. Genau, passt. Na gut. Also sind die Burschen auch wieder entsprechend motiviert. Dann würde ich sagen, Leute, dann sind wir für heute durch mit dem New Star Manager. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. 5000 Klimpergeld haben wir noch auf dem Konto, aber ich glaube, wir haben unseren Kader jetzt mal so weit ganz gut am Start. Den Herzog müssen wir noch loswerden. Und, ne, weil der ist zwar unser bester Torhüter, aber das mit dem Rotzünder, das gefällt mir einfach nicht. Das geht gar nicht. Ja. Muss nicht sein. Okay, Leute, das war's für heute. Nochmal vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.